In einem meiner letzten Posts hatte ich was über gesunde Dehnung gesagt. Da ging es eigentlich um Verletzungen, die möglich sind, die passieren können, wenn wir zu intensiv dehnen. Das hat mich ein bisschen dazu inspiriert, generell mal ein paar Techniken zum Thema Raumgewinn und Dehnung einfach hier zu platzieren. Heute möchte ich dir die reziproke Hemmung vorstellen. Einen coolen Trick, den sich die Natur ausgedacht hat, die Evolution wahrscheinlich, die nämlich die normale Alltagsbewegung eigentlich erst optimal funktionieren lässt. Und sie hat auch was mit unserer Dehnung zu tun. Stell dir vor, du machst einen großen Schritt. Dann hebt die Beinvorderseite das Bein an und die Beinrückseite kommt, wenn du jetzt diesen Schritt ausführen möchtest, eigentlich in Dehnung. Ist das sinnvoll, wenn du einen großen Schritt machen musst, weil du zum Beispiel rennen, laufen oder fliehen musst in der Natur? Nein, ist es nicht. Und deshalb hat die Natur erkannt, dass es sinnvoll ist, damit Bewegung stattfindet, dass wenn die Vorderseite des Beines zum Beispiel angesteuert wird, aktiv, verkürzend, konzentrisch, dass dann die limitierende, gegenüberliegende Seite, um die Bewegung nämlich nicht zu unterbinden, dass die sozusagen eher gelockert wird und nicht gleich blockiert, wenn die Dehnung für diesen Muskel zu groß ist. Die Ansteuerung des entsprechenden Gegenspielers bedingt also immer, dass der Muskel, den du eigentlich dehnen möchtest, leichter in den Raum kommt. Das nennt man reziproke Hemmung. Was heißt das für die Praxis? Für die Praxis bedeutet das, wenn du die Beinrückseite in den Raum bringen möchtest, spannst du die Beinvorderseite an. Das geschieht eigentlich automatisch, wenn du entweder die Füße nach vorne wegschiebst bei sitzenden Positionen oder wenn du das vordere Bein kurz vor die Streckung bringst bei stehenden Positionen. Ja, in beiden Fällen muss dann die Beinvorderseite aktiv sein oder bleiben. Und damit gibst du der Rückseite leichter die Möglichkeit zu entspannen.